Jetzt komme ich aber trotzdem kurz auf die Generationengerechtigkeit. Ist es nicht so, wenn alle mit Erwerbseinkommen einzahlen, dass dann auch für die junge Generation die Rente gesichert wäre? Wenn wir heute sagen, die Jungen sollen weniger bezahlen, können wir doch deren Rente erst recht nicht sichern. Also, was zum einen, übrigens, weil gerade 2008 angesprochen war, Große Koalition, 2008, ein Jahr vor der Wahl. Auf einmal kamen die Tickermeldungen, Große Koalition will außerplanmäßige Rentenerhöhungen machen, zwei hintereinander, und zwar relativ außerplanmäßig, also nicht nach dem Prinzip Löhne steigen, Renten steigen, sondern nochmal zusätzlich. Wahljahr stand bevor. Und ich dachte, das kann nur eine Sozi-Idee sein, die ist nicht von uns. Und ging erst mal los und sagte dann, was dazu? Ja, kritisch. Und dann stellte ich fest, die Idee kam von dem damaligen Kanzleramtsminister. Von uns. Weil Wahljahr. Das war hatte einen einfachen Grund, 2009 sind Wahlen. Und auf einmal wurden die Prinzipien der Rentenpolitik in Frage gestellt. Und das hat mich wütend gemacht. Und dann habe ich gesagt, und deswegen werden wir nicht eine Wählerstimme mehr kriegen bei Rentnerinnen und Rentner. Daraus hat dann eine Agentur das Zitat von mir gemacht: Rentner sind eh undankbar. Und was ich nicht gesagt habe, das habe ich nicht gesagt, nachweislich. Ich habe gesagt, wir kriegen deswegen nicht eine Stimme mehr, glaube ich. Bin ich fest von überzeugt. Und daraus wurde dann so, und dann ging es los. Das war mein erster Shitstorm, bevor es Shitstorms gab. Wo dann natürlich, wenn ich das Zitat lesen würde als Rentner, würde ich auch sauer sein. Wo es dann richtig rund ging. Und das war so meine erste richtig heftige Rentendiskussion. Wir müssen diese Diskussion führen, nicht heftig, aber schon einfach auch mal kontrovers, weil es natürlich sozusagen immer um die Frage geht der Generationen miteinander. Es muss ja kein Streit oder super Konflikt werden, aber es sind unterschiedliche Interessenlagen drin. Aber eins bleibt im Kern, das habe ich gerade mit Blick auf China und die Pflege gesagt, wir werden sowieso Rente, Pflege, Gesundheit 2030 nur bezahlen können, wenn wir noch ein paar Dinge in die Welt verkaufen. Also so viel kann man nicht umverteilen und so viel kann man auch nicht, kann man alles ja noch machen und so, Beamte rein oder nicht rein, das alles macht nicht wett oder holt nicht das rein, was wir brauchen werden in einem, wir sind das zweitälteste Land nach Japan auf der Welt, ja. In einem Land mit auch dem Niveau in der sozialen Sicherung, das wir ja erhalten wollen, und dafür brauchen wir eine starke Wirtschaft, die in die Welt exportiert, dafür brauchen wir gute Produkte und das sind so Themen, wo ich mir wünsche, ohne das war jetzt hier da zu stark, ich weiß, vier Wochen vorher, aber wir reden jetzt über Bücher und Bilder und das sind die eigentlichen Themen, die letzten zwei zum Beispiel, Außensicherheitspolitik, soziale Sicherung, über die wir viel zu wenig aber reden. Was sagen Sie denn zu Friday for Future? Die haben zur Rente, glaube ich, noch nichts gesagt. Oder doch. Aber zur Frage... Entschuldigen Sie mal. Das war das nächste also, Thema. Ich muss Ihnen das mal erklären. Ja. Sie sind ein Experte und verstehen deshalb von einem Gebiet so viel, dass Sie es natürlich nicht erklären können. Ich bin ein Generalist. Das ist jemand. Moment. Ich bin ein Generalist, das ist jemand, der von nichts etwas versteht, aber über alles reden kann. Das ist der Unterschied. Und insofern muss ich die Themen wechseln. War mir schon aufgefallen. Ja. Dass,